Die Kfz-Werkstatt und viele Autoclubs empfehlen es, der Marder lässt sich nur mit Strom vertreiben, dabei bekommen die Tiere aber keinen tödlichen Stromschlag, sondern nur einen sehr kleinen Stromschlag, der sie verscheuchen soll. Sobald der Marder mit dem Gerät in Berührung kommt, verspürt er den Stromreiz, der ihm keinen gesundheitlichen Schaden zufügt. Alle in diesem Video angesprochenen Empfehlungen findet ihr unterhalb dieses Videos in der Infobox. Dort findet ihr nicht nur das aktuelle Top-Angebot, bei dem ihr sparen könnt, sondern auch finden sich in der Videobeschreibung die wichtigsten Informationen zu diesem Video und weitere Tipps. Nun weiterhin viel Spaß mit dem Video. In erster Linie sind die mit Strom arbeitenden Geräte für die Verwendung am Auto gedacht. Die meisten dieser Geräte werden einfach mit der Autobatterie verbunden und sind danach sofort einsatzbereit. Die Marderabwehr mit Strom funktioniert über ein sogenanntes Ausgangsgerät, das mit mehreren kleinen Platten aus Metall verbunden ist. Diese Metallplatten müssen möglichst gleichmäßig und sinnvoll im Motorraum verteilt und angebracht werden. Sobald das Gerät in Betrieb ist und der Marder mit einer dieser Platten in Berührung kommt, bekommt er einen kleinen Stromschlag. Diese Geräte funktionieren eigentlich wie ein Weidezaun, der dem Vieh nur bei direkter Berührung einen kleinen Stromschlag versetzt. Wer den Marder vom Haus fernhalten möchte, kann sich einen sogenannten Marderzaun zulegen. Ultraschallgeräte gegen den Marder bietet der Handel sowohl für den Einsatz am Auto als auch im Haus an. Hierbei eignet sich Ultraschall zum Beispiel für den Einsatz auf dem Dachboden, wenn sich der Marder dort niedergelassen hat. Im Auto verwendet, werden die Geräte einfach mit der Autobatterie verbunden und können sofort in Betrieb genommen werden. Bekannt geworden sind diese Geräte vor allem unter dem Namen Marderschreck. Das Gerät sendet Töne aus, die der Mensch nicht hören kann. Für den Marder sind diese jedoch sehr unangenehm, wodurch er schnell das Weite sucht. Marder gehören zu den nachtaktiven Tieren und haben ein gutes und feines Gehör. Während der Nacht können sich die Tiere jedoch nicht auf die Augen verlassen, sondern spitzen die Ohren noch mehr. Daher ist Ultraschall ein gutes Mittel, um Marder zu vertreiben und fernzuhalten. Der Schall, den die Marder deutlich wahrnehmen können, stört den Menschen nicht. Daher eignen sich diese Geräte besonders gut für den nächtlichen Einsatz und zu den aktiven Zeiten des Marder. Marder lassen sich zwar schnell verunsichern, gewöhnen sich aber auch ebenso schnell an Neues. Daher sollten zur Marderabwehr immer Ultraschallgeräte gewählt werden, die mit wechselnden Frequenzen funktionieren. Neben den einzelnen Geräten zur Marderabwehr bietet der Handel auch Kombinationen an. Dabei handelt es sich um ein Gerät, welches mit Ultraschall und Strom gleichzeitig arbeitet. Das Gerät wird, wie die anderen Modelle auch, einfach an die Autobatterie angeschlossen. Da es quasi eine doppelte Wirkung hat, lassen sich die meisten Marder damit schnell und zuverlässig in die Flucht schlagen. Nicht alle Tiere reagieren gleich, sodass der Marder bei dieser Kombination aber kaum mehr zur Ruhe kommen wird. Erstens setzt ihm der Strom zu, sobald er sich in den Motorraum begibt, zweitens wird sein feines Gehör immer wieder mit wechselnden Ultraschallfrequenzen berieselt, sodass das kleine Raubtier nicht mehr zur Ruhe kommt. Über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Tiermaestro.